So da, was geht Leute? Jetzt willkommen zu einer Black Ops 2 Commentary. Und zwar habe ich heute ein Herrschaftsspiel für euch. Warum in letzter Zeit kein Black Ops 2 hochkommt, weil ich kein Black Ops 2 spiele zurzeit. Ich sehe absolut keinen Grund drin, das Spiel zurzeit zu spielen. Es frustriert mich auf Dauer einfach nur und ich habe keinen Anreiz. Warum zum Teufel sollte ich das Spiel zurzeit spielen, wenn es mir keinen Spaß macht? Ich werde das nicht spielen, damit ich mehr YouTube-Videos machen kann, ehrlich gesagt. Nein. Jetzt hau ich den restlichen Scheiß hier noch raus, was ich auf Blatt habe. Sind eh ein paar ganz schöne Spiele. Das ist ja zum Beispiel ein Herrschaftsspiel mit Dynasty, AK Untouchable 94. Ich glaube. Und mit seinem Kumpel Gamers der 50. Wir haben hier Herrschaft gespielt auf Yemen mit. Jeder hat Drohne, Konterdrohne, Orbit drinnen gehabt und wir haben es ziemlich vernichtet. Die ersten Runde ist nicht großartig, was passiert. 15-2 oder was habe ich gehabt, aber dann in der zweiten Runde bin ich flawless ausgestiegen. Das heißt, dass ich Dings gekriegt habe. Was habe ich denn gekriegt? Ich habe Dings. Viel zum Teufel brutal habe ich gekriegt, genau. 25er Waffenstreak ohne zu sterben. Dann war leider das Spiel vorbei. Vielleicht hätte es nuklear werden können. Ich habe keine Ahnung. Pff, mir reicht's, mir ist es wurscht. 25 reicht mir für einen Anfang, ehrlich gesagt. Hab hier mit der Hamrück gespielt, weil die auch noch Gold braucht habe, damit ich meine verschiedenen LMGs auf Diamant habe. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum zum Teufel ich die Diamant gemacht habe. Wahrscheinlich weiß kein Mensch oder es gibt richtig wenige, die LMGs auf Diamant gemacht haben, was ich auch sehr gut verstehen kann. Sie sind zwar scheiße stark, aber man kann sie keine 10 Meter damit bewegen ohne Leichtgewicht, Extrembedingungen. Was habe ich denn hier drauf gehabt? Als würde es irgendwen interessieren, schnellste Griff, Schaft und Schalldämpfer, glaube ich, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, dass das war. Entschuldigung. Und ja, hab's jetzt Diamant. Ich wollte dann eigentlich auch die Pistolen Diamant machen, dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe auf das Spiel. Dann habe ich das bleiben lassen. Jetzt passt auf, schaut links. Schaut links, schaut links, schaut links. Da hat sich Gamers da 50 Grad verabschiedet, wir haben uns so den Arsch abgelacht. Zu geil. Ja. Kommen wir mal zum Thema. Ah ja, genau, ich werde es dann wahrscheinlich wieder spielen, wenn das nächste DLC rauskommt. Ihr habt sicher schon mitgekriegt, dass es am 16.04. rauskommt, weil es ja 100 Millionen Vollprofis gibt, die einfach Trade-Analysen und solche. Wie habe ich den eigentlich nicht umgebracht? Die einfach Trade-Analysen oder so eine Scheiße machen. Ich bin ein richtig großer Fan von solchen Leuten. Genauso wie die Leute, die einfach den Trailer hernehmen und auf ihrem Kanal nochmal hochladen. Die arbeiten hart für ihre Views. Mein Gott. Ohne Scheiße, ich bin so froh, dass ich kein Teil der YouTube-Community bin. Ich bin so froh. Also ich möchte kein Teil der YouTube-Community sein, Alter. Ich will nicht mit den anderen, weiß ich nicht, interagieren und mit dem Video machen und so ein Scheiß. Alter, seien wir uns mal ehrlich, die YouTube-Community ist ein gottverdammter Witz, Alter. Seien wir, ohne Scheiß, seien wir uns mal ehrlich, die YouTube-Community ist ein gottverdammter Witz. Es werden immer so die kleinsten Sachen ausgenutzt, um mir Aufrufe zu kriegen, indem er irgendeine Scheiße in den Titel reinschreibt. Das ein Thumbnail soll irgendwas Besonderes drin sein, was wahrscheinlich gar nichts mit dem Video zu tun hat. Oder man nimmt einfach, weiß ich nicht, 100 Zeilen Tags her und kopiert sie dir einfach in die Beschreibung rein, damit auch jeder, der irgendeinen anderen Scheiß sucht, auf das Video geschickt wird. Mein Gott, ist das wirklich eure Vorstellung von einer YouTube-Community? Dann weiß ich nicht, dann 100 plus Gameplays, wo einfach nur gespawntrappt wird die ganze Runde, Alter. Wo der Gegner nichts dagegen macht, nichts dagegen machen können. Das ist eure Vorstellung von einer YouTube-Community. Mein Gott, Alter, bin ich froh, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich mache hier mein Ding und eigentlich im Endeffekt könnte mir es komplett wurscht sein, was die anderen Leute machen. Ich meine, ich bin jetzt hier auch kein Heiliger, habe auch früher Videos hochgeladen, wo ich gewusst habe, dass die mehr Views kriegen mit meinen scheiß DLC-Videos, die ich nie wieder machen werde. Auch wenn die Leute sogar wollen, dass ich die DLC-Videos wieder mache, nein. Ich mache den immer, mir wurscht. Ich zeige euch die DLC-Karten vielleicht her, wenn ich sie in dem Gameplay drinnen habe. Sonst findet ihr sicher eh 100 Millionen andere Arschlöcher, die genau das gleiche gemacht haben wie ich damals. Ich bin kein Heiliger, ich bin gottverdammtes Arschloch, aber ich kann damit leben und ich weiß, was ich bin. Seien wir uns mal ehrlich. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, es könnte mir eigentlich eh komplett wurscht sein, was die anderen machen, aber es ist mir irgendwie nicht wurscht. Es ist mir irgendwie nicht wurscht und ich weiß, dass es vielleicht von meiner Seite nicht okay ist, dass es mir nicht wurscht ist, was die anderen machen, aber. Das ist mir auch wurscht, Alter. Das Geile ist, wenn man ein Arschloch ist, ist einem das wurscht, Alter. Das ist so easy, so einfach ist es. Es ist mir einfach wurscht. Kommen wir zu einem anderen. Ha? Ich glaube, jetzt haben wir da mal drüber geredet. Keine Ahnung, wir wollten mal wieder die Sau rauslassen. Macht Spaß. Könnte mal probieren. Ein Video machen, wo er einfach nur die Wahrheit sagt. Kommt nicht oft vor in der Community. Was haben wir denn? Genau, ich rede mal irgendeinen Scheiß, der eigentlich eh keinen wahrscheinlich interessiert, aber
Ich habe ja vor, dass ihr Army auf Tour macht. Das Ding ist, ihr braucht ja erst. Ah ja, hier ist die erste Runde vorbei. 15-2, nichts Besonderes. Die zweite Runde ist dann besser, da geht es dann auch mehr ab. Also, ja, ich denke, dass es mehr abgeht. Hoff's. Was war das nächste? Genau, ihr wollt ja ein Army of Two Let's Play, Co-op Let's Play machen. Das werdet ihr auch machen. Das Ding ist, ich hab's letztes Mal gesagt, ich will die Roxy, oder damit habe ich eigentlich Delgado gemeint, die kann nur nicht verdammt nochmal reden. Das heißt, ihr braucht die Capture Card um 150 Euro, ich brauche das Spiel um 60, 70 Euro und dann brauche ich einen neuen Fernseher. Nein, ich kann bei meinem Fernseher kein HD einstecken, außer ich reaktiviere meinen guten Fernseher. Auf was ich zurzeit auch nicht wirklich Bock habe. Den müsst ihr fast reparieren lassen, dann wird das wahrscheinlich was werden. Und Crash braucht das Spiel auch noch, also das sieht greifbar aus. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber wir werden es irgendwie hinkriegen, da werden wir dort einen Co-op-Let's Play davon machen. Ich würde auch gern lieber mehr Videos machen, nur das Ding ist, ich zocke zurzeit nicht wirklich Sachen, die Let's Play-Material sind. Und ich habe auch nicht wirklich Spiele, die zurzeit Let's Play-Material sind. Weil wenn es ein Spiel wäre, dann wäre es zurzeit sowieso ein Computerspiel, weil ich habe keinen Ingame-Sound. Ich mache hier nicht den Ton aus, wenn ich Kommentare hochlade vom Spiel. Ich habe keinen Ingame-Sound, weil die Capture Card im Arsch ist. Deswegen wird es eher. Ich habe mir gestern Torchlight 2 geholt und meine Fresse, das ist genau wie Diablo, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt bevor halt der Torchlight das gehabt. Das Leben sieht gleich aus, das Mana sieht gleich aus, es gibt verdammt nochmal Identifikations. Richtig aussprechen. Identifikationsrollen, es gibt Wegportale, keine Ahnung, ich meine, ich habe kein Problem damit, mir ist es wurscht, aber es ist schon ziemlich gleich. Es ist schon ziemlich gleich. Ne, das ist anders, das muss alles anhören. Ah ja, und übrigens, falls ihr mal eine andere Meinung habt als ich, lasst mich einfach wissen, indem ihr es auf einen Zettel schreibt oder in den Wald geht und euch dort aufhängt, weil mir interessiert es den Scheiß, Alter. Es ist immer so geil, wenn mir die ganzen Leute von ihrer Meinung überzeugen wollen und mich als kompletter Idiot darstellen wollen. Ich liebe es, ich liebe es! Yeah! Ich lache heute ziemlich viel, keine Ahnung, bin gut drauf, zog zurzeit kein Black Ops 2. Hier sind die Leute rechts und links von mir gespawnt, dann später, Alter, wirklich rechts und links. Vielleicht hätte es nuklear werden können, scheiße, wir haben früh gewonnen. Ich hab so viel Glück gehabt. Die Hammer ist eigentlich ganz in Ordnung, ich mag es eigentlich ganz gern, aber ich finde die anderen MGs irgendwie besser. Ich weiß nicht, auch die QBB LSW ist mir irgendwie stärker vorkommen, kann es sein. Das Ding ist halt, ich gebe euch übrigens keine Tipps mehr zu irgendwelchen Waffen, es ist mir komplett wurscht. Mache ich nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich jetzt das Arschloch sein will und was den Leuten keine Tipps mehr gibt, aber seien wir uns mal ehrlich, es gibt genug Arschlöcher, Alter. Die direkt klickst du mit der Gaune, dass irgendwelche billigen Tipps von den Amis hergeben. Da brauche ich nicht auch noch mitspielen. Es ist mir wurscht. So hört sich's an, wenn man mal ein Commentary hört, wo einfach alles der Wahrheit entspricht. Es ist ja die harte Wahrheit, meine Freunde. Wieso ist dann hier eigentlich gleich schon das Spiel aus? Ich sehe gerade an den Punkten, dass. Also, wir haben Triple Cap, genau deswegen. Deswegen war es schon schnell vorbei. Da habe ich richtig Glück gehabt, schau dir das an. Naja, und das Commentary war ein ziemliches Durcheinander, weiß ich, wie viel der Anlauf ist, dass ich den Scheiß hier ordentlich über die Bühne bringe und dann weiß ich nicht mehr genau, was ich schon gesagt habe. Aber ich glaube, ich hab's gesagt, was ich sagen wollte. Bin froh, dass ich kein Teil der YouTube-Community bin. Ich sehe mich nicht als Teil der YouTube-Community. Eigentlich von mir aus könnten die Leute machen, was wollen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht dem einen oder anderen mal die Augen öffnen, was hier eigentlich alles auf YouTube passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Wer sehe ich euch nicht?